Zweimal Mercedes-AMG und zweimal Porsche Cayman auf den ersten vier Startplätzen bei der ADAC GT4 Germany am Nürburgring. Das typische Eifelwetter, mal trocken, mal nass. Sicher kann man sich hier nie sein. Polesetter-Dienst, wie alle anderen Piloten auf dem gut 3,6 Kilometer langen Kurs mit Regenreifen. Dienst links in Schwarz, beim Start souverän. Härter wird es im Kampf um Rang 3. Tabellenführer Piana attackiert Ovega und riskiert zu viel. Der BMW M4 kommt von der Strecke ab und dreht sich in einen Reifenstapel. Sein Rennen nach dieser Aktion beendet und die Meisterschaftsführung in Gefahr. Auch Ovega verliert bei diesem Duell seine Platzierung. Auch still im Porsche auf Platz 2 bekommt Druck. Konkurrent Heinemann mit dem besseren Speed kann vorbeiziehen und ist neuer Zweiter. Die Streckenbedingungen werden besser. Trotzdem bleiben die meisten Teams beim Pflichtboxenstopp auf Regenreifen. An der Spitze kommt es nach den Fahrerwechseln auch zum Führungswechsel. Der zweitplatzierte AMG mit Wankmüller schneller kommt vor dem auf 1 liegenden Suabo zurück auf die Strecke. Suabo fällt anschließend noch weiter zurück. Erst kann Schrei im schwarz-roten BMW vorbeiziehen, später auch Ovega. Bei dieser Reihenfolge bleibt es auch bis zum Schluss. Für Wankmüller der erste Saisonsieg in der ADAC GT4 Germany.